Champions! The Champions! The Champions! This game was made for champions! And we won't back down! Und das waren die Bilder direkt nach dem Spiel, nach diesem heroischen Kampf der Rotjacken gegen Bozen. Ehrenrunde und ein bisschen was vom letzten Jahr, von der letzten Saison haben wir mitgenommen. We Won't Back Down hat ja durch die Lautsprecher gedröhnt und die Leute haben mitgefeiert mit der Mannschaft. Und damit willkommen zu Rotjacken TV, das Magazin aus den Pre-Playoffs und immer mit dabei unser Experte Marc Brabant. Marc, servus. Servus, Joshi. Schönen guten Abend zu Hause. Wir haben ja gestern mitgelitten, mitgefeiert, alles drumherum. Jetzt hast du auch schon viel erlebt, Marc, was so ein Spiel wie gestern. Kannst du dich erinnern an sowas Verrücktes überhaupt einmal? Na, tatsächlich. Und doch hat man nach dem Spiel dann noch einige Bekannte getroffen und ein paar WhatsApp reingekommen. Hast du schon sowas erlebt? Nein, habe ich nicht. Viel erlebt, aber so ein spannendes Spiel und Gott sei Dank mit dem guten Ausgang für den KC. Also, sowas Verrücktes habe ich noch nie erlebt, aber man lernt daraus, es ist erst vorbei, wenn die Sirene ertönt. Und unser dringender Appell an Sie und euch da draußen, kommen Sie in die Halle. Dieses Erlebnis gibt es wirklich nur, wenn ihr mittendrin und dabei seid mit der Mannschaft und feiert und auch diese einzigartigen Bilder dann auch mit uns gemeinsam erleben könnt, Marc. Ja, Pre-Playoffs, auch für uns ein bisschen eine neue Erfahrung. Wir hätten es ja nicht unbedingt haben müssen, aber nehmen wir es natürlich an, wie auch die Mannschaft, wo es nicht immer leicht geht, müssen wir eigentlich, ich kenne das Szenario, das hast du mir letztes Jahr erklärt. Da waren wir ganz streng. In den Playoffs, du musst alles passen. Wie ist das heuer? Ist das ähnlich in den Pre-Playoffs? Ja, ich denke, ich meine, gefällt mir schon sehr gut. Ja. Krawatten ist da, Sakko, das ja. Werden wir jetzt nicht ändern. Nein. Aber ich bin ja ein Fuchs, pass auf, ich habe alles schon einmal mit. Stecktuch ist da. Du bist der Fuchs. Aber du? Ja, Fuchs. Ah, gut. Aber das stecken wir noch weg. Weil Pre-Playoffs bleibt noch drinnen. Ja. Und wenn dann alles gut ausgeht, von dem wir ja überzeugt sind, dann passt. Im Viertelfinale, dann geht es richtig los und dann kommt das ja wieder dorthin, wo es hingehört. Und das wird nicht verändert. Marc, weil es so spektakulär war, weil es so unglaublich gestern war, weil da alle Höhen und Tiefen, die man noch miterleben kann, dabei waren. Bitte starten wir ein Spiel und normalerweise analysieren wir hier nicht alle Tore, sondern wirklich nur wenige. Darf ich mir was wünschen? In dem Fall können wir alle Tore nehmen, weil es war ein unglaubliches Spiel. Ja, Wunsch kann ich da gern erfüllen und ich glaube, das ist echt eine Ausnahme, damit wir diese Dramaturgie noch einmal erzählen. Und ja, mit dem schönen Ausgang ist es natürlich deutlich schöner. Gehen wir gleich rein, bitte, in das erste Tor. Spielminute 6:03. Also eigentlich der Start, den man nicht erwartet hat und der nicht optimal war. Klagenfurt eigentlich gut gestartet, alles unter Kontrolle. Ja, und dann dieser 1000-Gulden-Schuss ist vielleicht ein bisschen übertrieben, darf man in Bozner nicht absprechen. Sehr guter Vorcheck von Halmo, mit Celi sehr bemüht da, aktiv vom Tor. Aber hier werden wir noch einmal sehen, die Scheibe geht über den Schläger von Sebastian Dahm in die Luft und dann erwischt er ihn direkt aus der Luft. Klar, ist auch kein Glück, ja, kann er auch wahrscheinlich was damit, Celi, brauchen wir nichts reden, aber in so einer engen Phase so ein Tor zu erzielen, was passiert ein ganzes Jahr nicht, ist so. Klagenfurt 1:0 im Rückstand. Wir sind dann oben, zusammen an der Kommentatorenstelle gestanden und gesagt, das gibt es ja nicht, wir tun so schwer beim Tore schießen. Erstes Drittel, zweites Drittel, wieder kein Tor. Das ist auch nicht immer leicht für die Mannschaften, ja, dass sie nicht auch verunsichert wird von Minute zu Minute, oder? Ja, und das ist aber eigentlich die gute Nachricht von gestern, aus meiner Sicht. Die Mannschaft ist ja quasi in dieses Spiel gegangen mit 5 Niederlagen in Folge. Dann nach 6 Minuten bekommt man das erste Gegentor und dann ist lang nichts passiert. Das sehr lang nichts, muss man sagen. Klagenfurt hat gut gespielt, da braucht er gar nichts reden, aber der Puck, dieser schwarze Kobold, wollte einfach nicht über die Linie und muss man den Gegner auch sehr wertschätzen, die haben das sehr geschickt gemacht. Eine Mannschaft wie Bozen, es ist mit einer immensen Erfahrung da drinnen, Spieler, die spielen das trocken runter, sind sehr geduldig. Geduldig ist aber auch der KAC geblieben, weil das ist nicht so einfach. Wenn einfach der Puck nicht reingeht und die Zeit läuft, die Minuten hupfen wir dann umgefüllt, wenn du einen Rückstand nachläufst, wie in Sekundenschritten. Und da mache ich der Mannschaft ein riesengroßes Kompliment, dass sie
bis zum Schluss, und das war ja wirklich fast bis zum Schluss, die Geduld bewahrt hat, nicht blind nach vorne zu stürmen, nicht blind in einen Konter einzufangen, weil auch das kann putzen, ja, sondern an sich geglaubt hat, und das ist ein super, super Zeichen für mich, dass die Mannschaft lebt, dass sie Power hat, an sich glaubt, weil das ist genau in dieser Crunch-Time jetzt in den Pre-Playoffs und in den Playoffs, in der Postseason extrem wichtig. Es hat sehr, sehr lange gedauert mit dem Ausgleichstreffer. Auch das Publikum ist sehr, sehr geduldig geblieben und hat auch immer an diesen Ausgleich, es ist immerhin nur ein Torunterschied gewesen, es ist 1-0, geglaubt, und dann hat es geklappt. Und ja, Nick Pedersen wieder einmal, der macht halt diese besonderen Dinge und der ist auch wichtig für die Mannschaft. Ja, ja, und in der Postseason werden ganz viele Spieler ganz, ganz wichtig werden. Das ist einfach diese Puzzleteile, die jetzt zusammenfinden. Hier hat es geklappt. Spielminute 58, 48. Ja, also da waren immer fünf. Da waren wir zwar schon ein bisschen mehr angespannt. Klagenfurt geht all in, zieht den Torhüter und dann passiert das, Joshi. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Klagenfurt, da sehen wir ein bisschen ein Glück für den Katz, dass da keine Strafe gewesen ist, aber ich glaube, in so einer knappen Phase zu wenig. Und dann kommt er, Nick Pedersen. Ja, weißt du warum auch? Du brauchst auch einen Spieler, der da wenige Sekunden vor dem Ende den Schuss da nimmt. Weil, wenn der am langen Eck vorbeigeht, dann ist der Puck draußen. Und dann verlierst du wahrscheinlich 20, 25 Sekunden, wenn es nicht überhaupt gefährlich ist, dass du ein Gegentor beim leeren Tor bekommst. Er nimmt die Verantwortung und er trifft, und wie er trifft, wunderschön ins lange Eck. Und auch beim Jubelbild selber von ihm, die Reaktion, hat man gemerkt, auch wie gut es ihm getan hat und auch die Mannschaft. Das war eine richtige Befreiung. Ich kann mich erinnern, Marc, ich bin unten gestanden und habe das Tor noch angesagt, eigentlich alles vorbereitet. Da war aber nicht viel Zeit dann, da war Bulli und dann ist schon weitergegangen. Das war halt das Unglaubliche. Ja, Spielminute 59, 25. Ja. Und irgendwie, ich habe oben gesagt, ich habe mit Maxi zugeschaut, ich habe gesagt, irgendwie passt das. Das könnte gehen. Ja. Das habe ich vorausgesagt. Das Gegentor, komm noch, das nicht. Aber schauen wir mal da hinein. Ja. So, also wenige Sekunden später. Ja, schön. Vorgetragen, Klagenfurt weiterhin, mit Selbstvertrauen, aufgedreht, Lukas Haudum hier, mitten Drive hinters Tor. Und wenn man da noch einmal schaut in der Wiederholung, sehen wir, dass eigentlich die Bozenspieler alle präsent waren. 1, 2, 3 weiße Spieler sehe ich hier, um einen roten. Und der rote ist aber der Thomas 100 Pfund und der hat hier wirklich eiskalt verwertet. Also keine gute Zuteilung von Bozen, und Goli hat sich auch ein bisschen verschätzt. Er hat gedacht, Lukas Haudum zieht beim Tor weiter, hat sich vielleicht auf seine Vorderleute verlassen, die werden den Thomas 100 Pfund den Gegenspieler nehmen, und Lukas Haudum ist aber ein Fuchs, spielt ihm vorher einer und hat alle überrascht, nur den Thomas 100 Pfund nicht. 2-1, der KAC jetzt vorne und noch 35 Sekunden zum Spiel. Mit dem Torjubel hat es ein bisschen gedauert, weil der Coach Greg Ireland hat dann noch irgendwie reklamiert, dass es abseits gewesen wäre. Ja, muss man vielleicht einordnen. Auch das haben mich viele gefragt, da ist nichts. Nur bei 35 Sekunden vor Schluss, dann der Coach kann ja immer die Coaches Challenge nehmen. Das Maximale, was passieren kann, ist, dass er das Timeout verliert. Bei 35 Sekunden zu spielen, da kann ich das schon einmal riskieren. Also ist er auf gut Glück dahergekommen, hat gesagt, okay, beim Tor kann nichts sein, Goalie-Behinderung geht nichts. Schau mal, vielleicht war doch zuvor ein Offside. Das die immer machen. Wenn ich es nicht denke, man riskiert das, ja ist, das ist das ist, da verliere ich ja nichts. Das hat er gemacht und da war ich relativ entspannt, aber man weiß ja nie, Gott sei Dank gut ausgegangen. Aus der Vergangenheit, wie es noch mag, ja, auch beim Spiel gegen Salzburg, hat auch Salzburg einmal diese Challenge genommen, haben Recht bekommen und das Tor aberkannt, in diesem Fall Gott sei Dank nicht. So, ich war noch beim Tor ansagen und war nicht einmal fertig noch, weil es sich das ein bisschen verzögert hat. Und dann ist eigentlich das gekommen, was wir aber schon überhaupt nicht gebraucht hätten, und zwar der Ausgleichstreffer. Und das gibt's nicht. So ein unfassbares Finale. Tor in Spielminute 59, 47. Die drei Tore innerhalb von 59 Sekunden. Zwei davon mit gezogenem Torhüter, mit einem zusätzlichen sechsten Feldspieler am Eis, weil auch Bozen jetzt, wie wir sehen werden, zu sechst
Ameis, bitte, Joschi. Vielleicht einmal ein Appell an unsere Statistikabteilung, mal raus, wie viel dann wann das letzte Mal war in den vielen, vielen Jahren des KRC. Ich wage an Tipp, ich glaube, das war noch nie der Fall. Aber schauen wir uns mal das Gegenteil an, auch der Ausgleich. Da kommt mal wieder was von dir, Marc, was du immer sagst. Pack to the net, gell? Ja, good things will happen, in dem Fall nur aus Sicht des Gegners. Ja, der Puck kommt, der Pass kommt einfach blind vors Tor, blind, einfach scharf hinein, und wenn dann doch viele Eisschuhe vorm Tor stehen, hat man die Gefahr, dass der Puck abgefälscht wird, wie in diesem Fall von Martin Schumnig. Da kannst du als Spieler nichts machen. Da bist du auch als Tormann aus meiner Sicht machtlos. Das kannst du irgendwie nicht verhindern. Vielleicht hätte man früher die Scheibe schneller. Einmal war die Möglichkeit von einem Spieler da, über die Bande zu spielen oder hineinzuloppen in die neutrale Zone. Aber das ist immer leicht gesagt von draußen. Ist nicht passiert. Jetzt haben wir den Ausgleich. Genau, zum einen Ausgleich, und dann ist es in die Overtime gegangen, auch das neu in dieses Format eben. Da gibt es die ersten 20 Minuten 5 gegen 5 und dann, wenn auch immer noch keine Entscheidung ist, geht es dann weiter mit 3 gegen 3. Kein Penalty-Shootout, also wirklich, da wird gespielt, bis am Ende dann auch ein Treffer fällt. Gott sei Dank, KRC, ich habe mal nicht so lange warten müssen, und er hat uns dann befreit und richtig jubeln lassen, Rockteacher. Ja, vielleicht, bevor wir uns das Tor anschauen, lass uns einmal in die Gefühlslage der Mannschaft noch einmal hineingehen. So, jetzt machst du den Ausgleich. Dann, wenige Sekunden später, bist du 2-1 in Führung. Eigentlich Gewinner, vermeintlich eigentlich Gewinner. Eigentlich der Gewinner. Und dann, ein paar Sekunden, 13 Sekunden vor Ende, kriegst du einen, aber so einen auf den Latz drauf, dass du weiterspielen musst. Eigentlich hast du gedacht, so, jetzt gehen wir rein und feiern wir. So, dann hast du 15 Minuten Zeit, dich da mental zu erholen. Und auch das war ein gutes Zeichen, ein sehr gutes Zeichen aus meiner Sicht von der Mannschaft, dass die mit breiter Brust rausgekommen sind. Und ich gesagt haben, und hadern, die 13 Sekunden hätte man noch überstehen können, sondern na, weiter geht's, weiter, immer weiter. Rote KAC-Maschine marschiert. Und sie sind marschiert. Und wie sie marschiert sind, nämlich in der Overtime hat Klagenfurt Bozen komplett dominiert. Ja, also aus meiner Sicht, ich habe bloß das Gefühl gehabt, dass Bozen müde ist, Klagenfurt gar nicht müde, und oft einmal ist Overtime immer ein Glück, aber ich glaube, alles andere als ein Treffer vom KAC in dieser Overtime wäre nicht gerecht gewesen, und der Sportgott hat runtergeschaut. Und der Eishockey-Gott. Der Eishockey-Gott, auf Rock Teach hat da runtergeschaut und hat gesagt, weißt du was, lieber Rock, das Tor gebe ich dir heute, und das nehmen wir gerne nochmal, Marc, und schauen uns das an. Ja, und wieder spielt da eine wesentliche Rolle Nick Peterson, der da hier hinterm Tor zwei Bozenspieler bindet. Aus meiner Sicht weiß Nummer 13 macht da den entscheidenden Fehler, dass er mitgeht, auch noch hilft und aus einem 1 gegen 1 ein 2 gegen 1 hinterm Tor macht und auf Rock Teacher vor dem Tor vergisst. Und Rock Teacher, ja, sehr, sehr cool, wie wir hier sehen, nimmt ihn kurz an und schiebt ihm durch die Beine durch. Kann man diskutieren, wo da der Puck durchgeht, aber so durchgehen darf. Ist uns aber relativ egal, der ist drinnen und der Jubel ist groß und der Jubel, wie wir früher gesehen haben, auch von den Fans, grenzenlos jetzt einmal für dieses Spiel. Ja, und Sie können sich vorstellen, liebe Fans zu Hause, dass wir den Siegestorschützen Rock Teacher natürlich direkt nach dem Spiel, ja, zu dem Sieg und zu diesem tollen Spiel interviewt haben. Rock Teacher, Gratulation. Du spielst auch schon lange Eishockey. Hast du schon jemals so ein verrücktes Spiel gehabt? Ja, danke erst. Nicht so viele. Das war heute echt hart für Herz. Und ja, war ein gutes Playoff-Spiel. Und wir sind glücklich, dass wir sind, heute gewonnen zu Hause. Wie war das Gefühl, als du den Siegestreffer geschossen hast? Wie ist er da gegangen? Ja, war sehr schnell alles. Hab Scheibe von Pidi bekommen und einfach geschossen durch die Beine, glaube ich. Und ja, war gutes Gefühl. Sehr gutes Gefühl. Ja. Dann die Ehrenrunde und das Publikum mit Standing Ovations. Wie gut tut das der Mannschaft, wie gut tut das euch aktuell? Ja, super, weil letzte Monate oder Zeit war nicht so einfach für uns, aber wir haben trotzdem gut trainiert, zusammen geblieben und einfach, wir wussten, dass muss kommen, und heute war
wieder Publikum mit uns. Das ist immer sehr, sehr positiv und wir sind auch glücklich, dass wir haben ein Geschenk gegeben zu unseren Fans und gewonnen. Vielleicht noch zur letzten Frage, dieser Sieg heute, dieser wichtige Sieg, was kann der für die Mannschaft bewirken jetzt? Ja, ist ein wichtiger Sieg, klar, aber morgen ist wieder ein neuer Tag, wir müssen vergessen dieses Spiel und wir fahren morgen in Bozen positiv mit Kopf hoch und wir wollen Freitag gutes Spiel gespielt und gewinnen und gehen wir weiter. Aber wird schwer. Kann sein, dass wieder erste, zweite, dritte Overtime wir spielen und wir sind bereit für alles. Und wieder 18 Uhr Finale Magazine. Klar, schau ich. Ja, Rock Teacher, wir wissen ja, dass die Mannschaft das Finalmagazin bzw. unser Magazin anschaut. Liebe Grüße nach Bozen. Macht es gut. Bedrucken fest die Damen. Und Rock Teacher hat auch gesagt, ein Geschenk an die Fans, aber auch die Fans, glaube ich, haben ein Geschenk für die Mannschaft gestern noch gemacht. Ja, lange noch Spielende, muss man sagen. Lange noch Spielende und schauen wir mal rein, nämlich ein total, also gutes Lied. Ja. Ja, da geht's ab, gell? Wieder alles im Griff. Ja, wir sind wieder voll zuversichtlich, läuft wieder auf Spur. Und ja, kann man ja nur ein großes Kompliment machen. Auch in der Phase haben wir sie auch schon ein, zweimal erwähnt, in den Magazinen davor. Ja, das zeichnet ja die Verbindung aus zwischen Mannschaft, Team, Verein und den Fans, auch wenn es nicht läuft. Da muss man gerade dahinter sein und den Jungs Rückhalt geben. Hat super funktioniert und jetzt hoffentlich ist der Turnaround vielleicht geschafft. Wieder alles im Griff. Lass mal schauen. Die Band schon singen. Du Marc, komm mal zu einer Personalie und der hatte noch nie so lange eine Verletzungspause gehabt wie da. Über 2 Monate. Thomas Koch, wie hast du gestern sein Spiel gesehen? Ja, Thomas Koch war jetzt erstmals seit Mitte Dezember dabei. Das ist ja verdammt lange Zeit, die er da gefehlt hat. Das erste Mal in seiner Karriere, übrigens Gott sei Dank. Ja. Sonst immer mehr oder weniger verschont geblieben von schweren, längeren Verletzungen. Ja, sehr, sehr gute Rückkehr. Freilich, nach so vielen Wochen, Monaten, wird er auch noch ein bisschen brauchen, um noch mehr in Schwung zu kommen. Das ist ganz, ganz normal und legitim. Beeindruckend natürlich, und das ist sehr, sehr wichtig, jetzt schon die Face-Off. Statistik, ich habe auf der Liga-Homepage nachgeschaut, 73,9% gewonnene Face-Offs von Thomas Koch nach seiner Rückkehr, sprich 17 von 23 Bullies gewonnen. Und das ist schon ein beeindruckender Wert, Hut ab, und hilft natürlich der Mannschaft sehr. Gerade auch im Überzahlspiel, wenn man da das Bulli gewinnt und sich gleich festsetzen kann im Angriffsdrittel, dann verliert man nicht 20, 25 Sekunden bei einem notwendigen etwaigen Aufbau. Also das ist ein richtiger, großer Vorteil. Gott sei Dank und absolut Gratulation. Wir haben dich sehr, sehr vermisst, Thomas Koch, an dieser Stelle. Vielleicht noch persönliche Geschichte, Marc. Ich wollte gestern total euphorisiert nach unserem Tor vom Rock Teacher. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du nicht so gefreut hast. Ich bin gesprungen und wollte direkt auf Eis rennen. Und dann ist mir die komplette Bootsmannschaft entgegengekommen. Oh, angeführt vom neuen Finnen, der war so grantig. Ich wollte ausrennen, hab sofort wieder umgedreht, hab mich auf die Seiten gestellt. Der war richtig sauer. Ja, da warst du wahrscheinlich geflogen auf die Seiten, gell? Wenn du mich nicht ausgewichen hast. Weil der Kanal so eng ist. Also, da und haben die Finnen sind ja sowieso bekannt, dass sie sehr freundliche und lustige Menschen sind. Ja, genau. Also da habe ich mir locker aufgedreht, hat ein bisschen länger gedauert gestern, spielt aber überhaupt keine Rolle, Marc. Dieses Spiel. Ja, wir haben uns gefreut. Vielleicht trotzdem noch einmal zum Abschluss. Wie kann man das jetzt einordnen? Ja, wir haben uns gefreut. Wir haben es jetzt genau analysiert. Und somit ist es auch gut. Ja, Rock Teachers hat eh angerissen. Es steht 1-0. Das heißt überhaupt nichts. Der Auftakt ist gelungen. Das weiß auch die Mannschaft. Und man kann nur Spiel für Spiel machen. So wie wir es letztes Jahr in den Playoffs gemacht haben. Coach hat auch gesagt, liebe Fans, ruhig bleiben. Wir gehen es Spiel für Spiel an. Und jetzt ist es auch so, wenn man verliert, nicht zu tief sinken. Wenn man gewinnt, ja nicht so hoch fliegen. Es ist eine beinharte Partie, wie man gesehen hat. Das wird ganz, ganz stark, ganz, ganz hart am Freitag. Es ist kein Selbstläufer. Und
jetzt der nächste Schritt, das ist jetzt erledigt für alle Beteiligten. Freitag geht es wieder los und dann schaut mal, wenn die Sirene ertönt, was oben steht. Ja, großes Ziel natürlich, das Viertelfinale, die Playoffs. Aber da jetzt sind wir noch in den Pre-Playoffs. Ja. Und konzentrieren wir uns voll auf das. Sie erkennen es leicht zu Hause ohne Stecktuch, die Playoffs. Noch. Marco, dann alle, die vielleicht auch im letzten Jahr natürlich auch beim Finalmagazin oder auch bei diesen Playoff-Magazinen mit dabei waren, wissen es natürlich, immer ein großer Teil der Sendung ist auch, wie schaut dann wirklich der Tag der Rotjacken aus, und wir sprechen natürlich vom heutigen Tag. Was war denn alles am Plan? Heute nach dem Spiel, also Treffpunkt ab 10 Uhr in der Kabine, ab 10.45 Uhr optionales Eis. Training, das heißt, jeder, der aufs Eis gehen möchte, geht aufs Eis. Das heißt, die Spieler, die eher weniger Eiszeit bekommen haben, die gehen einmal immer aufs Eis. Heute etwas überraschend für mich war auch Sebastian Dahm am Eis. Hat ein bisschen, glaube ich, spezielle Sachen mit dem Goalie-Coach André Hoceva besprochen, noch ein bisschen an Feinheiten gearbeitet, nur kurz, nicht lange. Gutes Zeichen. Ja, wir fangen jetzt erst an. Ja, Pedersen am Eis beispielsweise, Paul Postma auch am Eis, der Kapitän Manuel Ganal, wie man gewohnt. Wie gewohnt. Wie gewohnt im Trainingsanzug und mit der Pudelmütze. Und ein bisschen Zirkus haben wir gesehen bei ihm. Ja, ein bisschen Zirkus. Lukas Audum? Ja, auch am Eis. Also da hat man ein leichtes Anschwitzen gemacht, ein paar Spieler sind ein bisschen länger da geblieben, Schüsse geübt, auch mit den weiteren Torhütern gearbeitet. Und 11.45 Uhr dann Mittagessen und die Abfahrt nach Bozen 12.30 Uhr. Dann fährt man direkt in die Halle, bezieht die Kabine und dann geht es ins Hotel. Vielleicht wird man noch ein bisschen ratschen. Abendessen dann und Physiotherapeut, Masseur ist ja die wichtigste Zimmernummer. Die Zimmernummer. Was war 402 im Finale? Schauen wir mal, wie das ist. Und dann geht man es natürlich diesen Tag sehr ruhig an. Und wir haben den Torschützen von gestern, Thomas 100 Pfund, direkt vor der Abfahrt natürlich nochmal vor das KC-Mikrofon geschnappt. Thomas, unglaubliches Spiel gestern und wirklich wunderschöner Sieg. Wie viel Selbstvertrauen kann man aus diesem Sieg jetzt mitnehmen? Ja, auf alle Fälle sehr viel. Wir haben uns jetzt ein bisschen schwer getan mit dem Toreschießen. Gestern hat es dann später aber doch geklappt und dann haben wir Gott sei Dank den Sieg noch eingefahren. War ein bisschen ein kurioses Spiel, aber Gott sei Dank haben wir den ersten Sieg geholt und jetzt starten wir mit voller Selbstvertrauen in die zweite Partie. Du sprichst es an, morgen das Spiel in Bozen. Auf was wird es konkret ankommen, um auch dieses Spiel gewinnen zu können? Ja, ich glaube, wir brauchen einen guten Start. Ich denke, Bozen hat gestern schon ein bisschen mitgewirkt zum Schluss. Das heißt, sie werden wahrscheinlich gleich am Anfang wieder Vollgas kommen und da müssen wir bereit sein von Anfang an, von der ersten Minute. Und schauen, dass wir wieder unser Spiel durchziehen können. Ich glaube, umso länger das Spiel dauert, umso besser werden wir. Und deswegen wird der Start, glaube ich, sehr wichtig werden. Nicht ein frühes Gegentor kriegen wieder, weil dann probieren wir es wieder hinten zu machen. Und dann wird es wieder schwer mit dem Tore schießen. Aber ja, guter Start und dann unser Spiel 60 Minuten lang durchziehen. Ja, es wird ganz bestimmt ein hartes Stück Arbeit werden in Bozen für die gesamte Mannschaft. Aber die Daumen seien natürlich gedrückt von uns. Wir hoffen, eigentlich sind wir uns sicher, das wird schon klappen, auf jeden Fall, Marc. Wie schaut dann der Tag dann der Rotjacken morgen in Bozen dann aus? Ja, gemeinsames Frühstück, dann geht es ab in die Halle, dann gehen alle aufs Eis, kein freiwilliges Training, sondern Coach macht ein verpflichtendes Training, kurze Sonnenschwitzen, ein paar taktische Sachen werden sicherlich noch besprochen, vielleicht ein bisschen Videostudium, dann zurück ins Hotel, Mittagessen, ruhen, dann später dann gemeinsam zur Eishalle, 19.45 dann Spielbeginn und nach dem Spiel werden sofort die Sachen gepackt, ab in den Bus und das Abendessen findet schon im Bus statt und dann ab nach Hause und dann schlafen im eigenen Bett. Man muss ja sagen, diesmal, Marc, ist auch eine Novität, es sind ja nicht alle Rotjackenspieler im großen Bus mit nach Bozen gefahren, ein paar Mal auch ein bisschen Umweg gemacht. Ja, die spielen noch heute. Da geht es nämlich um drei AHL-Spieler. Samuel Witting, Fabian Hochecker und Florian Vorauer. Die spielen heute noch in der AHL gegen Salzburg. Ganz ein wichtiges Spiel. Die haben dann auch am Samstag ein Spiel im Bregenzerwald.
Und die sind aktuell in der Tabelle 3 Punkte hinter Bregenzer Wald. Und das Future Team muss in den 2 verbleibenden Spielen diese 3 Punkte Rückstand gegenüber Bregenzer Wald aufholen. Dann sind sie noch wieder eine Runde weiter. Die haben, glaube ich, auch so ein System wie die Pre-Playoffs, so in die Richtung. Das heißt, die 3 Spieler plus Stefan Geier hat eine leichte Erkrankung, kuriert sich heute noch aus und fährt dann morgen mit dem Kleinbus, den David Rassel, der Conditioning Coach vom Future Team, fahren wird. Ja, vorsichtig fahren, David. Und Stefan Geier hupft da ein in den Bus rein und die fahren dann morgen nach Bozen. Und die 3 AHL-Spieler fahren dann vom Bozen am Abend entweder noch oder am nächsten Tag dann weiter und haben dann am Samstag, wie gesagt, das Spiel im Bregenzer Wald. Also Murzer Logistik, aber wenn alles gut aufgeht, und da bin ich schon überzeugt, dann ist das natürlich auch das Ganze wert. Macht das Schöne, was mag. Ich merke schon bei dir, ob Pre-Playoff oder nicht, du bist schon im Modus. Volle. Ja, gibt es ja keine zweite Meinung. Ja, du bist da schlechter. Also du kannst schwer überspielen, wirklich wahr. Tickets, unsere letzte Überschrift für heute noch. Wir können es nicht einmal sagen, im liebsten Fall, sind wir uns ehrlich, wir sagen, wie es ist, Sonntag kein Heimspiel mehr. Das wäre unser Wunschgedanke. Wenn es dem nicht so wäre, das heißt, wenn die Rotjacken in Bozen verlieren würden, dann geht die Welt Tickets auch nicht unter. Überhaupt nicht. Normal, dann machen wir weiter, noch einmal volle Entschuldigung, da Tickets machen wir volle Gas noch einmal in der Stadthalle. Ausverkauft hoffentlich dann. Dann, die Tickets werden direkt nach dem Spiel in Bozen, also noch Spielende 15 Minuten, dann auf tickets.kc.at freigeschalten. Alle Infos gibt es natürlich wieder auf den Social-Media-Kanälen, überall und natürlich auch auf der Website des ECKAC. Marc, jetzt sind wir durch. Schaut, haben wir nicht noch irgendwas. Haben wir nicht noch irgendwas. Nein, ja, die Jungs müssen schlafen. Was die müssen denn? Schlafen ja. Gehen. Und wir rasten uns auch ein bisschen aus und sehen uns bald wieder und drücken Sie fest die Daumen für unsere Rotjacken. Und hoffentlich schaffen wir diese erste Hürde Pre-Playoffs gegen Bozen. Macht es gut und wir sehen uns bald wieder. Pfiat euch, ciao. Und pfiat euch. Baba. The Champions!